Hey Leute und herzlich willkommen zur Ausgabe, ja zur Express-Ausgabe sozusagen von der WWDC 2014. Das Video ist fertig, ich habe mir den kompletten Livestream angeguckt, das ist jetzt etwa eine Stunde her. Ich hatte richtig Probleme mit den ganzen Bildern und so weiter und so fort. Ich habe über 300 Bilder gemacht, die seht ihr jetzt alle im Hintergrund eingeblendet und ich erzähle in der Kurzfassung so schnell wie möglich, was alles neu vorgestellt wurde. Zuerst einmal Hardware. Technisch ist nicht viel passiert, beziehungsweise eigentlich gar nichts passiert. Und softwaretechnisch wurde im Prinzip nochmal komplett alles überarbeitet, zumindest was Mac OS X angeht. Also Mac OS X wurde mit komplett neuen Logos versehen, die wurden alle an iOS 8 angepasst und ja, das Ganze ist einfach ein flaches Design ist gekommen. Es gibt total viele neue Möglichkeiten in der Spotlight-Suche, das heißt, ihr könnt, habt direkt Wikipedia-Artikel da drin und so weiter und so fort. Ohne die anzuklicken, habt ihr direkt so kleine Informationen dazu. Ihr habt ein Notification Center an der Seite, genauso wie bei iOS 8 bzw. iOS 7. Und ihr könnt auch ganz einfach Widgets hinzufügen, auch ja, keine Ahnung, was ihr auch immer möchtet, halt Widgets im Notification Center. Bei Mac ist gar kein Problem mehr hinzuzufügen und ihr könnt mit dem Mac jetzt auch telefonieren, zumindest über das iPhone. Das heißt, wenn ihr ein Mac und ein iPhone habt und euer iPhone klingelt, könnt ihr am Mac dran gehen. Das Ganze funktioniert übrigens auch beim iPad, wobei wir dann schon wieder bei iOS 8 wären, denn da, wie gesagt, auch die Funktion, ihr könnt mit dem iPad über das iPhone telefonieren und genauso wie, was ihr auch auf beiden Geräten könnt, also auf dem iPad und auf dem Mac, ihr könnt euch ganz einfach mit eurem iPhone verbinden, mit dem WLAN-Hotspot, ohne ein Passwort einzugeben. Wenn das euer iPhone ist, also mit der Apple-ID und so weiter, wird das Ganze dann gecheckt wahrscheinlich. Was ich noch zu Mac OS X vergessen habe, ihr könnt jetzt ganz einfach Bilder hinzufügen. Es gibt einen neuen Cloud-Service, um Bilder zu versenden. Die Bilder werden euch direkt angezeigt, wenn ihr ein Mac habt. Die Bilder dürfen halt ab einer bestimmten Größe, werden die automatisch in diese Cloud geladen. Und das geht bis zu 5 GB Dateien, die ihr darüber versenden könnt. Die werden euch direkt angezeigt, wie gesagt, wenn ihr einen Mac habt, wenn ihr einen Windows-Rechner habt, dann bekommt ihr einen Link und da könnt ihr euch das dann herunterladen. In dieser neuen Mail-App sozusagen, man könnte es schon fast neue Mail-App nennen, könnt ihr jetzt auch Unterschriften machen, das heißt, ihr könnt mit eurem Pad zeichnen und eine Unterschrift malen zum Beispiel und die unten direkt in eure Mail einfügen, ohne Probleme. Ihr könnt in Bildern rumkritzeln, das ist kein Problem, ihr könnt da in den Bildern rumspielen und da neue Sachen machen, das ist alles kein Thema mehr. Und ja, das war's dann, wie gesagt, mit Mac OS X eigentlich schon, das waren die ganz kurzen Neuerungen. Dann haben wir noch iOS 8. Also in iOS 8 habt ihr ein komplettes Zusammenspiel mit Mac OS X, das heißt zum Beispiel, wenn ihr auf euer Mac Safari geöffnet habt, dann und eine Seite gerade lest, dann könnt ihr das Ganze auf dem iPhone öffnen und ihr habt dieselbe Seite an derselben Stelle auch geöffnet und könnt da weiterlesen. Das Ganze funktioniert natürlich umgekehrt und auch mit einigen Apps. Ich weiß nicht, ob das mit allen funktioniert, aber mit einigen auf jeden Fall. Und ihr könnt auf dem iPhone, habt ihr eine komplett neue Engine, die Metal Engine, sogenannte. Damit lassen sich ganz neue Berechnungen anstellen. Auf der WWDC wurde eine Berechnung mit 20 fliegenden Vögeln gemacht, die durch die Gegend flogen und dann hat er auf den Display getippt und es wurde ein Windsturm bzw. ein Windstoß ausgelöst und die Vögel flogen wild durch die Gegend. Das wurde alles leicht gerendert mit dem iPhone, ohne Probleme, ohne Ruckler. Was früher nur mit Hightech-Rechnern geht, geht jetzt halt wie gesagt mit dem iPhone. Ja, es gibt ein komplett neues Programmier-Update, das heißt eine komplett neue Steuerung, was das angeht. Ihr könnt mit einer komplett neuen Überarbeitung der App-Programmierung rechnen und also es wurde auf jeden Fall bei diesem Update sehr auf Entwickler eingegangen. Es ist wirklich sehr viel für Entwickler neu rausgekommen und was ich ein sehr, sehr geiles Update finde, ist, ihr bekommt, wenn ihr neue Messages oben kommt, dann könnt ihr direkt darauf antworten. Früher ging das mit Cydia-App, mit diversen, dass ihr da direkt darauf antworten konntet. Jetzt geht das direkt in iOS, wird integriert bei iOS 8. Und das Schönste ist, iOS 8, die Beta 1, ist direkt ab sofort verfügbar für alle, die einen Entwickler-Account haben.
gehöre ich leider nicht dazu. Das heißt, ich werde euch informieren, sobald ihr das Ganze auch ohne Entwickler-Account herunterladen könnt. Ihr bekommt sofort von mir Infos, ob darunter das Video jetzt von Mittwoch leidet. Das kann ich euch leider noch nicht sagen. Es kann sein, dass diese Woche Mittwoch kein Video rauskommt, weil ich, wie gesagt, jetzt total im Apple-Stress bin. Die ganze Zeit gucken muss, ob neue Updates rauskommen und so weiter und so fort. Ich habe heute richtig lang dran gesessen, das Ganze hier zu überarbeiten und so. Deswegen ist das Video jetzt hier auch ein bisschen improvisiert. Das tut mir natürlich leid. Die nächsten Videos werden wieder ein bisschen geplanter. Aber jetzt einfach mal alle Fakten so schnell wie möglich rauskommen. Das heißt, wir machen ganz schnell weiter. Und wo wir dann auch schon eigentlich fast alles besprochen hätten. Soweit ich weiß, genau, auf dem iPad gibt es noch eine neue Funktion mit iOS 8. Wenn ihr die Mail-App öffnet, dann könnt ihr, wenn ihr, während ihr eine Mail schreibt, die Mail sozusagen nach unten ziehen. Die wird dann unten nur noch ganz klein angezeigt und ihr könnt in eure restlichen Mails schauen, euch das, eure restlichen Mails angucken und zusätzliche Informationen rufen. Und wenn ihr dann zum Beispiel ein Bild nehmt oder so, könnt ihr es ganz einfach in die neue E-Mail mit reinziehen und ja, dieses Bild hat aus irgendeiner beliebigen E-Mail ziehen. Dann, was richtig schön ist und auch ganz neu ist, die Sandbox mit der beziehungsweise iOS 7 arbeitet, wurde komplett neu bearbeitet. Eine Sandbox bedeutet, dass sozusagen ja alle Programme laufen getrennt vom Betriebssystem, das heißt, keine App kann auf das Betriebssystem direkt zugreifen. Das bleibt so, aber untereinander können die verschiedenen Programme, das heißt sozusagen, früher waren die Programme auch in einer Sandbox, das heißt, die konnten auch nicht auf andere Apps zugreifen. Das wurde jetzt aber geändert, das heißt, ihr könnt die Apps können sich kombinieren sozusagen und das wurde an einem Beispiel gezeigt mit einem Bild. Ihr könnt das Bild jetzt ganz einfach über ein Fotobearbeitungsprogramm, zum Beispiel ein Bearbeitungsprogramm, wo ihr vorher einen Rahmen eingestellt habt. Dann klickt ihr einfach das Bild an in eurer Fotogalerie, klickt auf dieses bestimmte Programm, das Programm setzt einen Rahmen rein und setzt euch das direkt wieder in die Fotogalerie, ohne dass ihr da irgendeinen Klick braucht oder sowas. Was früher natürlich nur über dieses Importieren, Rahmen umsetzen, Speichern, Exportieren und wieder in die Fotobibliothek packen geklappt hat, geht jetzt direkt in der Fotogalerie drin, ohne Probleme. Die Apps können untereinander kommunizieren, das heißt, ihr werdet viele neue Möglichkeiten haben. Und als letztes, was mir noch einfällt, ist, dass ihr auch wie bei Mac, bei iOS 8 jetzt in der Notification-Zentrale einzelne Apps hinzufügen könnt, die bestimmte Sachen anzeigen können für euch. Das heißt, da seid ihr auch etwas mehr frei, auch als Entwickler. Und das war es dann eigentlich auch schon, was auf der WWDC vorgestellt wurde. Ich werde, sobald ich einen Link vom Livestream finde, den auch nochmal unten reinpacken, damit ihr euch den angucken könnt. Ich fand den super genial. Das hat richtig viel Spaß gemacht, das anzugucken. Es wurden immer wieder Jokes gemacht und so weiter und so fort. Also im Allgemeinen ein richtig gelungener Livestream. Nochmal ein Kompliment an die. Da waren richtig lustige Sachen bei. Ich habe so viel wie möglich in Bilder gepackt und die euch in den Hintergrund gestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal genau drauf achten. Da sind super schöne Bilder bei, richtig lustige Sachen. Es wurde viel über Microsofts Windows und natürlich auch über Android gelächelt und drüber lustig gemacht. Und ja, allgemein ein sehr gelungener Abend. Und damit verabschiede ich mich auch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was Apple betrifft, beziehungsweise iPhones, Android und so weiter und so fort, im Allgemeinen die neueste Technik, abonniert diesen Kanal hier ganz einfach. Der Link dazu ist natürlich der erste in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns wieder, hoffentlich am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.